Jo, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. Und ja, Werksfahrer hatten wir ja durch, ne? Tralalala. Wie geht's denn jetzt hier eigentlich gerade weiter? Boxer Porsche fahren, ja? Okay. Da hatte ich jetzt eigentlich auch gerade immens Bock drauf. Stellten sich mir nur die Frage, wie sieht's denn eigentlich mit dem Tuning aus? Sportstoßdämpfer, Semisportführung. Scheint soweit alles drin zu sein, ne? Getriebe, hohe Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Ja, irgendwie schon, ne? Man könnte das Verdeck noch ändern, könnte ihm das Hardtop oder Speedster Verdeck draufhauen, aber da verzichte ich jetzt mal erstmal drauf. Kann der Spaß eigentlich auch schon losgehen? Ich will jetzt nur mal hoffen, dass wobei Reifen könnte man sich durchaus anschaffen, ne? Das wäre es jetzt halt, ne? Regenreifen und Slicks. Slicks haben wir schon. Das war jetzt doof gelaufen. Bräuchte die normalen Reifen. Jetzt mit Sicherheit ein paar Kröten verschwendet, aber was soll's. Ist das halt so. Ich nehme die normalen Reifen. Auvergne, Normandie, Korsika, Monte Carlo Kurs 1. Quasi alles normale Reifen und Monte Carlo Kurs dann Slicks. Denke ich mir gerade so. Und wollen wir hoffen, dass wir mit dem Gewinn aus dem Werksfahrer damit teilnehmen dürfen hier. Dürfen wir nämlich nicht. Schöne Scheiße. Da hast du den Boxster, hast ihn aber wiederum auch nicht. Das heißt, ich muss mir den jetzt zulegen, ne? Anderen Weg gibt es ja leider nicht. Irgendwie bescheuert. Gucken, hätte es denn noch Gebrauch gegeben? Nein, gibt es nicht. Ja, super. Das ist echt, ja. Stelle ich mir die Frage, was soll das? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon fahren durfte. Na gut, was soll's. Kann man ja sicherlich nachher verschleudern wieder. Ersatz ECU. Ja, das so ist. Was soll's. Sportbremsen, Getriebe für hohe Geschwindigkeit. Gibt mal alles her hier. Den Spaß nochmal. Ja gut, hat allerdings den Vorteil, dass ich mir keine Reifen holen muss, weil die habe ich ja jetzt schon gekauft. Die dürften ja wohl hoffentlich passen hier. Ja, glücklicherweise kann man sich den jetzt gerade auch wieder leisten hier. Vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Kohle ran schaffen, aber gut, was soll's. Wollen wir hoffen, dass uns das Mikrofon hier jetzt nicht gleich wieder abhaut. So, 5 Minuten verschwendet. Jetzt geht hier aber mal die Post ab. Möchte ich meinen. Zum Glück ist er ja nicht so powerful, da ich jetzt wieder mal eine gewisse Pause hatte. Dadurch habe ich ihn hoffentlich gut unter Kontrolle.
bisschen die Lautstärke einstellen hier eben nebenbei. Ja, schauen wir mal, wie das läuft hier. Eigentlich nicht so gerade einer meiner Lieblingsstrecken hier, ne? Aber gut. Irgendwie werden wir es schon packen hier. Sieht bisher ganz okay aus, wie es läuft, ne? Nicht ganz schadenfrei, aber gut. Ich beschwere mich nicht. Nein, überhaupt nicht. Hauptsache, wir kommen nach vorne und können es halten. Au, 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 au. Was mache ich hier? Erster werden. Oder sowas. Wird ordentlich ins Geld gehen, nehme ich an. Hat ganz schön einen mitgekriegt hier. Weil ich nicht, ob man die Strecke irgendwie anders fahren kann, sollte. Dennis Cockpit Driver wieder mal unterwegs hier. Ja, läuft doch. Haben sie nicht mehr gekriegt hier. Es tut mir der Finger auch noch weh, dass ich doof gegriffen habe. Was ist das denn? Voll gegengeknallt irgendwo an der Kante. Das ist richtig ekelhaft. Blutet nicht, muss ich nicht mit zum Arzt, alles klar. So. Oh, das ist aber echt unangenehm. Zwiebelt. Scheiße. Du bist auf dem ersten Platz. Oh, sehr schön. Du führst die Turniertabelle an. Soweit, so gut. Bitte nicht das Mikrofon verschwinden lassen. Das wäre sehr nett von dir, OBS. Das wäre sogar sehr nett. Oh, hält sich aber in Grenzen, ne, mit den Schäden. Oh, gleich weiter. Normandie. Heizen wir auch noch durch. Kriegen wir schon hin. Vielleicht sogar auch mal ohne Schäden hier mal wieder. Wäre ja echt geil. 3, 2, 1, los! Macht mal schön die Bremser da hinten und dann ist das gut, ja. Ich habe mir den ersten Platz im vorigen Rennen hart erschrammt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
läuft das doch echt ganz nett. So habe ich mir das vorgestellt, so ungefähr. Den Box haben wir so richtig schön treten hier. Und dann kommt diese Sacknase und stellt sich mir in den Weg, oder was? Du spinnst wohl, Freund. Ja, brems mal. Tja, und weg ist er. Ein bisschen Handbremse spielen, dann geht er schon. Ah, komm schon. Ja, läuft doch. Oh, Junge. Was habe ich denn jetzt hier wieder verkehrt gemacht, dass du mich überholst? Mal gucken, ob wir ihn vielleicht noch kurz vor Schluss kriegen. Ich glaube ja nicht dran. Habe jetzt auch nicht drauf geachtet, was für ein Schwierigkeitsgrad dieses Turnier hier läuft. Aber immerhin ohne Schäden, das ist ja auch was. Noch ein Schild gepflückt. Beim Durchzielsliden. Pling. Du bist auf dem zweiten Platz. Naja. Na du führst die Turniertabelle an. Na gut. So sei es. Entschuldigung. Was soll's? Können wir irgendwie auch mitleben? Oh, keine Schäden. Korsika, oh, gleich durch hier. Bringen wir vielleicht das ganze Boxerturnier in einer Folge unter. Könnte klappen. Für ein OBS-Studio heute lief es mit mir hier, mit dem Mikrofon. 3, 2, 1, los! Komm schon, fahr schon. Mensch. Ich bin echt schädenfrei geblieben. Das war nicht zu glauben. Ja gut, es sind halt alles auch dieselben Wagen, ne? Mit etwa derselben Leistung. Wenn ich dann mal zu vorsichtig fahre, dann kann die KI halt punkten, ne? Wie im, also auf der Strecke davor gerade. Ist das halt leider so. Ach komm schon. So ungefähr will mir das gefallen.
super gut. Schön Vollgas hier, dann wird es ein bisschen eng. Ohne Schäden, das gibt es aber auch nicht. Grandios wieder mal. Habe ich doch normalerweise mindestens die Rückleuchten angeditscht, oder? Normalerweise, aber na gut. Jo. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Läuft ja ganz gut hier. Da will ich mich ehrlich gesagt gar nicht so beschweren. Das ist brauchbar. Und da bellt ein Hund. Oh, dann klatsche ich da doch mal eben Slicks drauf und dann machen wir Monte Carlo auch noch gerade. So, ich kann auch Serienteile noch wieder verschleudern, ne? Das nehmen wir auch noch mit auf die Schnelle. Da habe ich eben gar nicht mehr so dran gedacht. Das nehmen wir auch noch mit. Ab geht die Luzi. OBS ist sehr genügsam heute, was das Spiel hier betrifft. Finde ich geil. So lässt sich das schön in eins durchproduzieren. Das ist geil. Das macht Laune. 3, 2, 1, los! Wollen wir den Boxer noch mal eine Runde treten, würde ich sagen. Weil es ja noch nicht mal ein Boxer S ist, ne? Den kriegt man später eigentlich auch noch, soweit ich mich erinnere. Der geht noch mal ein bisschen besser. Ja, aber 220 Klamotten kriegt er schon mal auf die Kette, ne? Ich glaube sogar 230 jetzt, ne? Aber jetzt muss ich hier in die Eisen gehen. Sonst war es das hier gleich für mich. Deine erste Runde. Du bist auf dem ersten Platz. Nur noch eine Runde. Letzte Runde hier. Hier müsste diese Kurve eigentlich auch schöner gehen. Die müsste man besser schneiden können. Kriegst du nur irgendwie nicht gebacken heute.
Ja, oh. Das wär's mit dem Boxer-Porsche-Turnier, mit der Boxer-Challenge. Haben wir wohl durch, ne? Du bist auf dem ersten Platz. Glückwunsch, du hast das Turnier gewonnen. Weiter mit dem nächsten Turnier. Ja, und dann? Sagenhaft. Diese Zeiten. Tja, dann dauert es dann jetzt eigentlich auch schon nicht mehr lange. Dann haben wir es echt komplett durch. Es sind nur noch zwei Turniere. Schade, schade, ist es mit Need for Speed Porsche bald vorbei. Ja, aber die kommen dann noch in den nächsten folgenden Videos, Parts zu Need for Speed Porsche. Und dann, ja, bis dahin sage ich mal, bis denn.